Warnung! Das nachfolgende Video beinhaltet baumwollpflückenden Humor, Kraftausdrücke, willkürliche Gewalt, den inkorrekten Umgang mit virtuellen Waffen, abgefahrene Fahrskills und animiert kleine Kinder dazu, mit Ketchup zu spielen. Wenn euch das Video an irgendeinem Punkt gefallen hat oder ihr einen großen Penis habt, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur. Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. So, jetzt bin ich außerdem schon in die Markierung für die nächste Mission gerannt, ohne dass ich überhaupt mal euch gezeigt habe, wo wir sind. Also wir sind jetzt hier gerade bei Little Jacob und machen jetzt einfach mal hier die nächste Mission. It's Nico. Nico? Yeah, me bleed hard last night, you know. The sun come, yo, that's what I... What? Ich verstehe den auch nicht. Nico. Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Ich verstehe ihn nicht. Sorry, also beim besten Willen, ich verstehe ihn nicht. Ah. Meine Herren, warum muss ich denn immer Steam öffnen? Alles klar, dann fahren wir mal Jacob zu dem Apartmentblock in Willis! Willis! Keine Ahnung, warum ich jetzt auch immer so Willis sage, aber ich denke mir einfach... Ich... Willis! Ich wurde auch übrigens jetzt mal angesprochen darauf, dass ich sehr viele Lags habe in meinen Videos. Ja, da müsst ihr verstehen, ich habe jetzt nicht mehr unbedingt den neuesten Rechner, wobei dann sagen wir, sie alle halbe Jahr wird die Technologie wieder verbessert. Und ja, es ist halt so, dass ich hier, wenn ich das Spiel spiele, auch ganz normal auf 40 Frames aufnehmen kann. Aber DxTory ist auf 30 Frames limitiert und es kann sein, dass es deswegen ein paar Abzüge gibt. Also deswegen, entschuldigt bitte, ich werde natürlich so schnell wie möglich mit der nächsten TGN aushaken, mir eine neue Grafikkarte zu legen. Oder auch mal vorher, wenn ich Bock habe. Und nu? Alles klar. Fällt doch gar nicht auf, dass da ein riesengroßer Blutfleck in der Mitte ist. Ja, das war ein Unfall. Ich wollte ihm eigentlich nur eine Pommes bringen, aber ich habe ihm ausgesehen eine Kartoffel in Form von einer Pistolenkugel durch den Kopf gejagt. War eine ganz schöne Sauerei, aber ich kam noch nicht dazu, es bisher immer zu reinigen. Ja, passiert da jetzt noch was? Ah. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Everything crash, Bridget, run, yo! Run, get down! War wohl nichts. Ja, bevor wir hier Jacob abholen, will ich gerne noch die Munition hier mitnehmen, die hier so schön in Massen rumliegen. Mal gucken, ob der Kollege da vorne auch noch eine Waffe hatte. Nö, hatte er anscheinend nicht. Okay, aber wir nehmen eine anderes Auto nach Möglichkeit. Ja, der da vorne. Das sieht doch eigentlich ganz schick aus. Ja, nicht unbedingt das Cabrio, aber eher den da. Na? Also... Na komm. Wow. Oder wir nehmen natürlich das schicke Coupé hier. Du mich auch. Alter, komm. So bekifft kannst du doch nicht sein, dass du über diese Alarmanlage überhörst. Alles klar. Ja,
Alter, hör doch mal auf so zu kiffen, ey. Alles klar. Fuck. Ein Glück gibt's keine Rauchmelder im Auto. Naja, wir haben ja genug Munition. Alright, bro, get behind me. Alright, you ready? I'm gonna set this place on fire to blood clot. Alles klar, bereit, wenn du's bist. We can't get the shot on the boy. Check the window. You see him up there? Nice. Gut. Ja, ich gucke mich hier gerade noch ein bisschen um, ob es hier noch irgendwas Wichtiges gibt. Anscheinend nicht. Kann man aufs Dach? Nö. Dann gehen wir mal wieder raus und ja, verpissen uns einfach mal, auf gut Deutsch gesagt. Auf jetzt, komm! Ja. Oh Mann, musst du schon wieder kiffen? It was a pleasure. I look off a bad man like how you look off a raw man. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that, etc., etc. It's always logical, but I and I follow. See? The other day, of course, stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real, I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. Also noch ein PewDiePie-Fan. Alles klar. We're there. Thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. Alles klar. Dann kann ich ja sagen, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal zu Romano und gucken mal, was der sich Leckeres zum Mittagessen holt in seiner Mülltonne. So, gehen wir mal zu Roman und gucken mal nach, was es bei ihm so gibt. Einen anderen Radiosender bitte. Wo haben wir hier bitte mal einen ordentlichen Rocksender? Liberty Rock war es doch. Okay, ist ja nicht Rock, ist zwar Werbung, aber immerhin noch besser als der ganze andere Müll, der hier rumläuft. Hoppala, Entschuldigung. Habt ihr diesen Wallgrind gesehen? Und ja, ich habe in meiner Kindheit natürlich auch Tony Hawk's Pro Skater gespielt. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Boah, ich glaube, ihr habt mich gerade auf eine sehr geniale Idee gebracht. Crime and Punishment. Where are you, Roman? Psst, Nico. Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous! You're being paranoid! Fuck you! Fuck you!
Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us, because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you! Roman, get out of there, man. Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Ja, geil.